Hallo und herzlich willkommen bei Antalya Stile Livestream. Wir haben heute einen ganz, ganz angenehmen Tag, denn wir haben heute auch den heißesten Tag dieses Jahr hier in Side. Wir haben heute 31 Grad gehabt und es ist immer noch sehr, sehr warm jetzt. Es ist auch sehr schwül heute und das heißt auch natürlich für alle Leute, die jetzt vor Ort sind, absolutes Strand- oder Poolwetter. Zuerst dachte ich, dass der Sommer dieses Jahr vielleicht gar nicht mehr kommt, denn wir hatten sehr, sehr schlechtes Wetter dieses Jahr im Mai und auch im Allgemeinen die ersten Tage von Juni. Und heute haben wir auch gemerkt, dass der Sommer doch noch gekommen ist und da schauen wir uns auch mal jetzt die Wassertemperatur an. Es ist ja auch schon eine Weile her, dass wir uns hier die aktuelle Wassertemperatur angeschaut hatten und jetzt bin ich hier kurz vor der Promenade in Side und wir gehen mal von hier aus in Richtung Strand und schauen uns mal an, was hier los ist am Strand und auch wieder zu unserem Steg, wo wir uns immer die Wassertemperatur anschauen. Da schauen wir mal dann auch heute, wie warm das Wasser ist. Ich kann einmal die Kamera drehen. Und man sieht hier hinter mir das Club Grand Side Hotel. Und hier ist auch der kleine Spielplatz neben dem Strandabschnitt vom Corolla Hotel. Und da vorne sieht man auch schon das offene Meer. Und man sieht auch, dass hier gar kein Wind geht, wenn man jetzt hier auf die Palmen schaut, sieht man, dass man ein sehr, sehr ruhiges Klima hier gerade hat. Der Spielplatz ist hier öffentlich, das gehört zu keinem Hotel. Wenn hier jemand an der Promenade sein sollte, darf jeder hier diesen Spielplatz nutzen. Wir haben auch jetzt 17.45 Uhr Ortszeit und man sieht immer noch, dass hier viele Leute am Strand sind. Hier geht jetzt die Promenade los in Richtung Side. Wir werden den Strand gleich runtergehen in die Richtung und gehen dann zum Steg, wo wir uns immer die aktuelle Wassertemperatur anschauen. Und wir schauen uns hier nochmal erstmal an, was hier so in Kumkö los ist. Am Strand mit dem Blick in Richtung Kumkö und dann nochmal mit dem Blick in Richtung Side, bevor wir zu unserem Steg gehen. Man kann schon sehen, dass das Meer auch sehr ruhig ist. Es sind keine Wellen da. Es ist also ein sehr, sehr angenehmer und ruhiger Tag für alle, die dachten, was ist hier mit dem Wetter los? Seht euch mal das an. Was für ein herrlicher Tag heute hier in Side. Und da kein Wind geht, es ist schon sehr heiß. Und seht euch mal diese strahlende Sonne hier an. Das ging schon den ganzen Tag. Und das wird auch jetzt ein paar Tage so weitergehen. Das ist der Blick in Richtung Kumkö. Ein Blick gegen die Sonne. Und schaut mal, wie voll der Strand noch um diese Uhrzeit ist. In einer Stunde gibt es Abendbrot hier vor Ort. Und die Leute können sich nicht vom Strand trennen, denn das Wetter ist einfach herrlich. Und das ist hier der Steg vom Tilman Side Marine Hotel. Der größte Steg hier in Kumkö. Wir sind hier genau an der Grenze zu Side nach Kumkö. Dieser Bach hier, der hier ist, der trennt halt Kumkö und Side. Und das ist hier der Strandabschnitt vom Corolla Hotel. Und da hinten ist das Siden Quality
Das Team Quality Hotel ist da auch zu sehen. Und schaut mal, hier der Blick in Richtung Side. Wir werden jetzt diesen Weg gehen. Wir gehen zu unserem Steg und schauen uns mal, was die Wassertemperatur jetzt Anfang Juli hier in Side so sagt, wie die ist, eher gesagt. Wir haben hier die Sonne, jetzt im Rücken. Und dann ist das Bild auch viel schärfer. Und da sieht man, dass die Sonnenschirme noch lange nicht zu sind. Dass die Leute sich dort im Schatten aufhalten. Hier in Side. Und man sieht auch, dass die Leute ganz entspannt im Wasser sind. Jetzt sind wir beim Strandabschnitt vom Club in Side, genau davor. Und dann geht es auch gleich weiter mit dem Strandabschnitt vom Sieben Quality Hotel. Hotel, da werde ich euch auch mal die Tage vorstellen. Das Sieben Quality Hotel. Wir haben ja mehrere Hotels. Und die schauen wir uns mal demnächst eines nach dem anderen an. Und da vorne, wo die ganzen Menschenmenge ist, da ist das Bella Sun Hotel. Und das müssten alles Russen sein. Ich komme auch aus einer ganz, ganz kalten Region. Und wir haben hier nicht mal im Hochsommer solche Temperaturen. Schaut mal, hier ist hier alles richtig voll. Vor dem Hotel, vor dem Bella Sun Hotel. Hier sind also sehr viele Leute. Wie gesagt, das Hotel ist voll mit russischen Gästen. Das Hotel hier zwischen dem Melbourne Sun und dem Sea Quality, das Bella Sun Hotel, oder Amas Bella Sun heißt es mittlerweile, glaube ich. Das hat hier russische Gäste und es scheint ja sehr voll zu sein. Die bekommen also nicht genug vom Mittelmeer. Und jetzt sind wir hier bei unserem Steg, wo wir uns gleich die Wassertemperatur anschauen werden. Da vorne ist der Strandabschnitt vom Paloma Perisia Hotel. Und da sieht man auch einige Leute noch im Wasser. Am Strand.
So schaut es heute dann hier aus. Also der Sommer ist hier doch noch angekommen. Schaut mal, da vorne sieht man auch ein paar Angler, aber die können lieber Brot schmieren gehen. Das Wasser steht viel zu flach. Es ist schwierig, dass man bei so einem Wetter hier Fisch fängt. Das hat auch mit dem Vollmond zu tun. Aber naja, die können es ja ausprobieren. Und wir können ja dann gleich hier runter gehen. Ich hole mal das Thermometer aus der Tasche. Also meine Tasche hat hier 32,4 Grad angezeigt. Also hier ist es auch sehr klar. Hier können wir mal runter gehen. Hier weiter vor. Dürfen wir auch nicht ausrutschen hier. So, das Wasser ist hier sehr klar. Und dann ist jetzt das Thermometer im Wasser. Und mal schauen, was heute die Wassertemperatur anzeigt. Hier in Side. In der ersten Juniwoche. Also es ist schon eine Weile her, dass wir uns die Wassertemperatur angeschaut haben, aber zuletzt waren das glaube ich 24, 25 Grad und man sieht, dass es jetzt wärmer geworden ist. Und das Wasser scheint 28,2 Grad zu haben. Jetzt weiß ich auch, warum so viele Leute im Wasser sind. Heute in der ersten Juniwoche. Wir machen noch mal weiter raus da. Das Mikrofon sage ich. Entschuldigung bitte. Das Thermometer. Und schaut mal. Das Wasser hat 28,2 Grad. Also 28 Grad hat heute das Wasser in Side. Wirklich warm geworden das Wasser. Also ich gehe auch bald dann ins Wasser. Seht euch das mal an. Also das Wasser in Side hat heute 28 Grad und alle Leute, die es interessiert, die demnächst herkommen sollten, schau mal, wie viele Leute auch im Wasser sind von hier aus. Also 28 Grad hat heute das Mittelmeer. Das ist ja wirklich schon sehr warm. Jetzt schaut, wie die Sonne auf das Meer spiegelt. An alle, die heute Morgen oder gerade vor Ort sind oder den nächsten Tag kommen sollten. Das Wasser hat 28 Grad heute und es wird sicherlich noch wärmer die nächste Zeit. Der ganzen Menschenmenge. Schau ich das mal an.
man sieht, dass die Leute auch die 28 Grad im Wasser und die 31 Grad Außentemperatur hier auch genießen. In der Türkei in Side. Und jetzt gehen wir hier wieder auf die Promenade. Und schaut mal, das ist hier der Blick in Richtung Side. Wir wären hier vor dem Paloma Teresia Hotel. Wir gehen wieder in die andere Richtung. Also ich denke mal, wenn man in der Mittagszeit jetzt hier an den Strand kommt oder in die Sonne geht, kann es sein, dass das Handy wieder zu erhitzt wird. Sonnenschirme sind hier noch nicht mal bereit und trotzdem ist es brechend voll hier beim Amas Bella Sun Hotel, beim Siden Valentin Hotel und beim Siden Quality Hotel. Hier ist die Beachbar von Siden Valentin Hotel. Team Quality. Am Pool sieht man nicht mehr so viele Menschen. Bald gibt es ja auch Abendessen. Hier nochmal der Strand. An alle, die neu dazugekommen sind, das Mittelmeer hat heute 28 Grad. Wir waren hier beim Steg, wo wir auch immer die Wassertemperatur zeigen. Aber ich denke mal, demnächst kann ich auch Latschen anziehen und Shorts anziehen. Und dann auch andere Ortschaften mal zeigen und das Wasser messen. Das hat auch immer überall eigentlich die gleiche Temperatur. Weil dann kann man sich auch gleichzeitig andere Strandabschnitte mal anschauen. Hier sind wir jetzt wieder beim Club Grand Side. Hier nochmal der Blick in Richtung Sonne. Die tollen 31 Grad heute hier in Side. Und es ist auch sehr warm. So, und hier geht dann wieder Kumkö los. Und der Weg hier hoch führt bis in die Ortsmitte und bis zum Busbahnhof. Bis
Force Corolla, Mavis Sun und Nova Park Hotel. Und hier vorne steht auch dann wieder mein Auto. Und ich möchte mich dann für heute verabschieden. Wie gesagt, es ist sehr heiß. Wir haben 31 Grad. Die Wassertemperatur hat 28 Grad. Ich danke euch, dass ihr alle wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Liken, Kommentieren, fürs Teilen und dass ihr, wie gesagt, auch alle wieder dabei wart. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.